Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Ja, wir sind wieder auf der Baltic Sea unterwegs. Wir sind in der Folge 45 gelandet und steigen mal fix hier aus. Der Kollege hat mir schon gesagt, er wäre fertig, was ich sehr sympathisch finde. Dann werden wir nämlich gleich mal eine Runde entlassen und das ausmachen und das wegmachen. Dann fahre ich nämlich nur kurz am Feld, weil ich will als nächstes auf jeden Fall den Sauzahn anmachen, weil der braucht ein bisschen länger wieder Streudünger hier. Dann setzen wir den Streudünger, der nuschelt mir wie blöd. Ah, ja, tue ich schon. Und dann bringen wir den Streudünger rüber, dass er drüben noch mal eine Runde fährt. Dann tanken wir ihn da vorne ab. Dann bringen wir den Streudünger nach Hause, den Renault nach Hause und die ganzen üblichen Kleinigkeiten halt, ne? Was man halt alles so macht. So, wir sind da schon mal richtig. Feldarbeit. Wir sind 4 Meter ist auch richtig. Wir sind in Feld 33 zu Hause. 33, da. Zu Hause, Startposition, wo wir gerade rumlungern hier. Mache ich jetzt mit Vorgewende oder ohne? Ich glaube, ich mache mit Vorgewende. Und das glaube ich auch, damit er vernünftig drehen kann. Nicht zu knapp. So, okay. Dann sag mal an. Aha, so rum willst du losfahren. Kein Problem, kriegen wir alles hin. So, wir haben jetzt hier grubbern 4 Meter. Auf Feld 33. Wir speichern ab. Feld 33. Robon 4. Und weg. Dahin. Ersten. Feuer frei. Fängt an zu falten. Ja, alles gut aus. Wunderprächtig. Okay, jetzt bin ich schon bei dem. Den kann ich auch gleich das Abtanken anmachen. Komm her hier. Hat er da so eine Insel stehen gelassen? Kann ich auch nicht begreifen. Ach Mist, ich muss ja sogar stabil bleiben jetzt hier. Ärgerlich. Machen wir eben fix. Und dann, ja, da müssen wir halt drüben Streudüngern. So wild ist es mit dem Streudüngern nämlich gar nicht von der Geschwindigkeit her, weil der Sauzahn muss als nächstes rüber, ne? Und das dauert dann eh wieder seine Zeit. So, dann können wir mal gucken, was wir als nächstes sehen wollen. Wenn der Sauzahn nämlich da fertig ist, dann können wir da natürlich schon wieder loslegen. Und hier kann auch schon bald der Streudünger wieder hin. Ne? So sieht's aus. Wir haben tatsächlich noch ein bisschen abendliche Arbeit vor uns, sag ich mal so. Kriegen wir mal hin. So, jede Sekunde leer. Ja, da haben wir ihn. Ja, hier gibt es ja nochmal eine gute Runde Gerste, kann ich ja das sagen. So, dolle. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind... Oh, ich habe ihn abgewürgt, auch schön. Wir sind beim Streudünger und der freundliche Streudünger kriegt jetzt den Auftrag, mal eine Runde Richtung, ich glaube, Feld 25 ist das zu cruisen. Hier müssen unsere Bäume durch. Hier ein bisschen rumfahren. Schilder stehen lassen. So, läuft alles. Ich glaube, das nächste Feld, was ich kaufe, ist die 31. Das ist schön direkt hier vor. Das ist doch nett. Auch die 30 und sowas sehen gar nicht mehr so schlecht aus. Gleich hier rechts die Straße rein. Ja, ja. Also wir haben ein paar schöne Felder hier direkt vor der Tür. Kann ich ja noch sagen. So. Ja, jetzt wollen wir dann auf jeden Fall das nächste kleine Feld da machen. Das werde ich auch mit einem Vorgewende machen. Der macht da, glaube ich, auch nichts anderes mehr eigentlich. Der muss nämlich durch. Das ist Feld 25. So, schöner Jagdstand da. So, fahren wir hier an die Kante ran. Schwupps. So. Stück zurück. Da stehe ich. So, okay. Wir machen, und zwar Feld 25. Aha, 24 Meter ist klar. Aktuelle Fahrzeugposition ist auch klar. Und ist die andere nicht klar? Hä? Oh Gott. Was habe ich denn jetzt hier gemacht?
Kann er das jetzt nicht? Irgendwas hat er mir angezeigt. Den Kurs generieren, versuchen Sie die Einstellungen zu ändern oder Fahrzeug zu bewegen. Aha. Kann ich jetzt hier nicht auf dem Feld, oder? Muss ich mich hier hinstellen? Kann ich hier keinen Kurs machen? Oder was ist hier los? Ich stelle mich auch gerne so hin. Pass auf, ich lade jetzt mal ein. So. Dann lösche ich den. So. Dann gehe ich mal hier hingucken. Dann schalte ich hier mal hin und her, mach Düngen und Sehen, gehe da hin und sagt sie ihm jetzt generieren. Er lässt mich hier einfach stumpf keinen generieren. Ich weiß nicht warum nicht. Naja, macht mir nichts, ne? Ihr seht, warum es mir nichts macht. Ich nehme jetzt einfach hier den freundlichen Kollegen. Ich fahre einmal hin und einmal zurück und ist der Spaß eh fertig, ne? Beim größeren Feld habe ich mich jetzt aufgeregt. Hier mache ich jetzt gar kein Terz draus. Da können sie mich mal. Sorry für die Wortwahl. Vielleicht ist das Feld sogar zu klein. Vielleicht geht das mit dem, wollte das Vorgewende hier nicht machen oder so. Keine Ahnung. Ist jetzt auch egal. Wir haben jetzt hier halt keinen Kurs für. Und das macht auch nichts. Wie ihr seht, dünge ich das schon aus Versehen. Dann kann ich noch gleich wieder nach Hause fahren. Macht auch nichts. Geht alles. Kein Stress. Langsam wird es richtig dunkel. Das ist eher ärgerlich. Aber den brauche ich jetzt auch nicht nach Hause fahren, sondern der kann schon mal Richtung Feld 40. Da ist der Drescher jetzt zwar noch wie wild am Fahren, aber da muss er ja als nächstes ran, ne? So, wunderprächtig. Dann fahren wir mal gleich wieder zurück. Ja, der Sauzahn wird natürlich noch eine Runde brauchen. Den können wir gleich mal gucken. Wir fahren ja eh jetzt in die Richtung von dem Feld. Gucken, wie weit er ist. Und dann können wir uns nämlich entscheiden, mit welcher Seemaschine wir da antanzen als nächstes. Auf Feld 33 da. Aber wie gesagt, der Sauzahn, der muss halt noch einiges machen hier. Der ist erstmal auch noch ein Momentchen beschäftigt. Aber das ist auch okay. Du-di-du-di-du, das kriegen wir alles hin. Das ist doch gar nicht schlimm. So. Fahren im Dunkeln. Das ist dem Sonnenuntergang entgegen. Fast, wir biegen mich jetzt ab. Ich bin auch wieder gefahren, das ist eh unser Stoppelfeld. Ich fange auch mal wieder da hinten an. Sehen hinten der Drescher, der muss nicht mehr so wirklich viel. Wir sehen, dass der Sauzahn hier schon. Ne? Komplett gescheuert, oder? Achso, das ist nur so. Warum lässt sich so einen ganzen Streifen über? Ich glaube, da soll man mal mit seiner Arbeitseinstellung hier nochmal gucken. So richtig sinnvoll macht das wohl nicht. So, wie sieht es jetzt hier aus? Wie viele Streifen hast du noch, mein Freund? Ja, ein oder zwei Bahnen noch. Ist auch okay. Ist schon voll. 68%. Nö. Macht nichts. Steht da. Okay, dann gucken wir mal. Wie sieht es jetzt aus auf unserer schlauen Karte? Was haben wir denn jetzt hier wohin gedonnert? Also, wir haben jetzt mit Feld 4 und mit Feld 6 auf jeden Fall schon mal eine gute Ladung Gerste am Start. Wenn wir jetzt hier weiter gucken und gucken, was wir auf Lager haben, sehen wir, wir haben Weizen auf Lager, Gerste holen wir momentan noch. Das heißt, wir können also ruhig theoretisch gesehen die beiden kleinen Felder mal eine Runde. Eine Runde Gerste gönnen, ne, oder? Ne, eine Runde Weizen gönnen. Irgendwie so. Oder wir machen noch eins Weizen und eins Gerste oder sowas. Weil Gerste brauchen wir durch die Brauerei ja ein bisschen mehr.
Ich würde sagen, wir machen noch eins Weizen, eins Gerste und versuchen eins noch ziemlich lukrativ zu machen. Und zwar, dass wir einen Allrounder nehmen, nämlich Soja. Weil Soja können wir nehmen für die Ersatzmilchgeschichte, können wir nehmen für das Pflanzenöl, können wir verkaufen. Ist das die Frucht, die am meisten einbringt? Macht also alles Sinn, glaube ich. Und deswegen brauchen wir die andere Sämaschine. So simpel ist es. Und deswegen macht er sich jetzt hier erstmal auf den Weg. Aha, er ist fertig. Das ist gut. Aber kein Stress. Wie gesagt, es war die letzte Ernte. Und wie gesagt, der Streudünger wird erst von dem Sauzahn verfolgt. Und der gute Sauzahn hat noch zwei andere Felder vor sich. Bitterlich, wie es ist. So, wenn wir hier ein bisschen breit sind, im Dunkeln sind, dachte ich mir, wir blinkeln mal eine Runde vor uns hin. Das ist auch was Feines. So, dann können wir gleich mal hier die. Na, wo haben wir sie? Gut versteckt. Hier die hintere Auffahrt nehmen. Ich weiß gar nicht, wo hatten wir jetzt die Seemaschinen hingestellt? Ich guck mal kurz, hatten wir die hier mit zugestellt? Ja. Hatte ich mich doch gar nicht mal so falsch erinnert. Das ist doch schon mal fast gut. Fahre ich jetzt noch mal schöne Runde rückwärts. Das ist auch mal was für Könner. Also eigentlich nichts für mich. Ja, auch ein gelbliches Licht. Sieht auch witzig aus. Aber es ist gleich bei vielen französischen Autos sonst auch so. Das hätten sie dann wenigstens vernünftig umgesetzt. Ja, ist klar, dass ich natürlich genau den blöden Balken da erwischen muss. Der 300 hat seine Aufgabe erledigt. Stimmt, war so ein kleines Feld nur, ne? Deswegen ist er deswegen da bestimmt mit fertig. So, dann werde ich hier noch eben kurz, ne, so, die Sämaschine ranschmeißen. So. Sehr schön. Ich mache mal die Rundumbeleuchtung auf und dann gucken wir mal. Also der Sauzahn hat tatsächlich hier, behauptet er, alles fertig. Okay. Fahrer entlassen. Ne, das ausmachen, das wegmachen. Motors ausdrehen. Ja, das ist doch gut. Wenn du sagst, du hast das fertig, dann fahre ich dich jetzt gleich rüber. Dann kann die Sämaschine hier nämlich auch gleich hinterher. Das ist ja fast genial. Sie geht jetzt auf jeden Fall schneller, wie ich dachte. Du, die, du, die, du. Ja, okay, ist auch 4 Meter, ne? Oh. Nicht zu unterschätzen, so eine schöne 4-Meter-Geschichte. So, ich weiß nicht, wo die ganzen Chaoten jetzt hier langfahren, aber den überhole ich noch. Auch nichts Verkehrswidriges bei, weil ich war eigentlich breit und groß genug. So, gucken, ob ich mit ihm hier was anfangen kann auf dem Feld hier. So, ich bin hier drauf gefahren. So, also ich möchte gerne Feldarbeit machen, das ist richtig. Warum hat er sich den halben Scheiß hier schon wieder alles gemerkt? Warum steht das hier noch? Ich verstehe das gar nicht, dass das so macht. Enges Feld. Okay, machen wir es einfach mal. Wir sagen ihm jetzt, es ist Feld 25. Zwei Vorgewände. Macht er sogar. Okay. Ja, ist doch super. Dann lasse ich ihn doch hier gleich mal eine Runde schalten und walten. Wir machen natürlich jetzt erstmal noch das Abspeichern. So, das ist jetzt Feld 25, Bourbon 4 Meter. Und wir sagen zu ihm, go.
So, dann sagen wir zu dem freundlichen Kollegen hier gar nichts eigentlich. Weil wir müssen eigentlich was sagen zu dem freundlichen Kollegen hier. Nämlich entlass mal den Spaß hier. Mach mal den Motor an. Mach mal deinen komischen Plan hier weg. Dann sieht man nämlich auch mal was. Und dann ist mich die Frage, warum hast du da hinten irgendwie einen 12.000 Tonnen Streifen übergelassen? Wenn ich mich recht entsinne. War der da? War der hier? Kam mir das nur so groß vor? Kam mir so groß vor wahrscheinlich. Okay. War so super viel nicht. Ich habe jetzt sogar noch einen halben stehen gelassen. Naja gut, das war nicht wirklich viel. Da richten wir uns dann auch nicht weiter auf. Fahren einmal Richtung LKW. Und dann würde ich sagen, hauen wir hier nochmal den Rest raus, den wir haben. Ja, wenn wir das machen, ja, ist es leider schon wieder soweit. Wir sind nämlich leider schon wieder am Ende der ganzen Geschichte. So schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen passenden Daumen da. Ich würde mich auch sehr über ein Teilen freuen. Ein Abo wäre natürlich super. Dann sage ich vielen, vielen Dank und dann bis zum nächsten Mal.